Prüfungen, Herausforderungen, die wir meistern, und mit jeder Herausforderung wachsen wir. Salam alaikum. Sind gerade aufgestanden, sind jetzt kurz vor Darmstadt, haben heute am Hauptplatz in Darmstadt einen Infostand. Und es wird sehr gut, er ist bis 20 Uhr, also bis am Abend. Und danach wird sich das Team teilen. Also wir werden unseren Test, dein Wissen überzeuge mich, bei einem TE-Infostand abhalten. Und danach wird Sertouch und derjenige, der gerade hier die Kamera hält, nach Köln weiterfahren mit dem Zug, um dort das Dauertraining zu halten am Donnerstag, am Feiertag. Und der Rest des Teams fährt nach Leipzig, hält dort einen Stand in der Nähe der Universität Leipzig. Und wir treffen uns dann wieder in Berlin. Solarenergie. Du bist provoziert. Für Handy. Du provozierst? Ja. Vor dem Stand. Sie ist die Säule der Gesellschaft, sei ein König, sei ein Herrscher, du zerbrichst, wenn sie dein Herz hat. Sie ist niemals ein Objekt, sie ist voll Liebe und Verstand. Unter den Engeln im Himmel ist sie bekannt als Diamant. Unter den Engeln im Himmel ist sie bekannt als Diamant. Weiterhin, wir können leider nicht mit dem Bus dort hinten parken, deswegen nehmen wir jetzt Kontakt mit unserem Partner auf, da ist er gerade, und dann gehen wir rüber. Wir sind jetzt in einer neuen Stadt, die Karawane zieht weiter. Und die ersten Zuschauer sind bereits da hinten. Grüßt mal uns! Macht uns stärker. Ist es nicht jetzt an der Zeit, dass du dich von diesen Ketten befreist? Nichts auf der Erde, was bleibt, nimmst du mit in die Ewigkeit, Ewigkeit. Ein junger Muslim hat hier einen Bubble Tea hergestellt. Bruder, hat der den einfach hier so hergebracht? Bruder, was für nette Leute hier in Darmstadt leben, Bruder. Musst du häufiger hinkommen. Möge Allah ihn belohnen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wie geht's? Wie steht's? Wie war Darmstadt? Wie soll es einem gehen, der auf dem Weg Allahs ist? Alhamdulillah. Bestens. Gut. Prüfungen. Herausforderungen, die wir meistern, und mit jeder Herausforderung wachsen wir. Was sagt der Busfahrer vor uns, der uns nicht rausfährt? Also es kommt jetzt jede Sekunde ein Bus. Soll ich die Straße blockieren? Er mit seiner Weste. Er zieht immer so eine Weste an und dann geht er raus. Bruder, wir sind 3 Kilometer entfernt. Als wir von Darmstadt vom Infostand zurückgefahren sind, waren wir sehr euphorisch, weil es super gelaufen ist. Und dann waren wir bei einer Spurverengung und ein 1er BMW hat gedacht, die Spurverengung existiert nicht. Ja, überzeuge uns vom Gegenteil, sie hat existiert. Und seitdem haben wir hier mehrere Kontaktspuren mit dem PKW. Es waren, hier gab es die erste Delle. Hier gibt es Gebäude, oder wo ist das Gebäude? Hi. Hier, das ist komplett hier drinnen, wenn man sieht. Und schauen wir mal, was wir da jetzt rausgehen. Sertac geht zur Polizei, da vorne sieht man uns. Sertac einfach wie er wieder gefahren. Kannst gar nichts machen. So, wir sind jetzt am Frankfurter Bahnhof und wir müssen den Zug erwischen, inshallah. Weil wir wollen ja unsere Geschwister in Köln nicht im Stich lassen. Morgen gibt es ein Dauertraining in Köln, ein ganztägiges. Um die 50 Anmeldungen haben wir. Und jetzt haben wir uns getrennt bei der Tour. Das heißt, für uns geht es nach Köln und für die Brüder mit dem Tourbus geht es inshallah nach Leipzig. 70 years worth of life today? Or is the real future something that continues forever in paradise, where believing families are brought together again, and where the host is none other than God Himself, the most generous, most generous, most generous. So Leute, das war das Ende. Das ist das Ende des heutigen Vlogs. Also wir waren hier noch kurz tanken und fahren dann direkt weiter mit dem Tourbus nach Leipzig. Let's go!